bis ich da hege. Ja, was denn los? Spürst du das auch? Was? Na, dieses warme, wohlige Gefühl. Eierlikör oder was? Nee, der Frühling ist endlich da. Ist das schon so weit? Am 20. war doch Frühlingsanfang. Und guck mal, ohne Jacke heute. Meinst du nicht, du übertreibst ein bisschen? Nee. Wir haben hier in Sisebi 12 Grad. Das ist doch kein T-Shirt-Wetter. Doch. Du frierst. Mm-mm. Du zitterst doch. Nee. Marianne, du sagst dir einen auf, zieh deine Jacke mal wieder an. Aber nur, weil du mich so freundlich drum bittest. Wir haben ja nur auch keine 20 Grad. Nur übertreibt man nicht hier. Aber, es liegt doch was in der Luft. Ja, Bauer Lüttich vom Koppelhof, der macht wieder Gülle aufs Feld. Der Frühling, Helga. Spürst du den denn nicht? Ja, doch. Die Vögel. Hör mal, Helga, die Vögel. Kacken mir die ganze Auffahrt voll, die Sonne weg. Helga. Ich liebe die Geräusche vom Frühling. Wir haben März, Marianne. Der Winter ist noch nicht durch. Aber es ist doch so. Hör mal, Helga. Da mäht jemand Rasen. Nee. So ein sommerliches Geräusch. Mitten in der Mittagsstunde. So schön. Das ist bestimmt Bärbel, ihr Mann. Der fegt nach 18 Uhr auch immer noch die Auffahrt. Ja, und? Von dem Gebürste kriegt Kopfweh. Ab 18 Uhr ist Ruhezeit. Der Sommer ist da, Helga. Wenn du 26 Grad hast, dann ist der Sommer da. Nee, kann ich nicht. Was? Alles über 20 Grad kann mein Körper nicht. Wieso? Was? Ab 20 Grad krieg ich Kreislauf, Puls und was? Erbrechen. Oha. 19 Grad, das ist für mich die perfekte Sommertemperatur, Helga. Nee, für mich ist ab 26 Grad erst so richtig angenehm. Kann ich nicht. Wenn meine Haut erst so richtig rot ist und schrumpelig, dann fange ich mich wohl zu fühlen. Was machst du denn im Winter? Sauna, Marianne. Ich bin doch eine Saunagängerin. Würde ich ohnmächtig werden? Ich hab doch auch mal bei der Sauna-WM in Finnland mitgemacht. Was hast du? 97. Ich mit meiner Freundin Tine bei der Sauna-WM in Finnland. Was ist der denn für ein Blödsinn? Wer es am längsten in einer 117 Grad heißen Sauna aushält, gewinnt. Manchmal zweifle ich echt an der Menschheit. Ich bin Zweite geworden, Marianne. Ja, toll. Nur die dicke Margret Nuppu aus Finnland ist länger drin geblieben als ich. Wieso? Die hatte eine Geheimwaffe. Sag mal. 2 Wochen vor dem Wettbewerb hört ihr auf zu duschen. Oh Gott. So. Kannst du dir vorstellen, was sich da für Szenen in der Sauna abgespielt haben? Aber, der Frühling. Ich wollte damit nur sagen, ich bin ganz andere Temperaturen gewöhnt. Dafür, dass wir März haben, ist das doch schon richtig schön warm. Das ist für mich noch kein Sommer. Nee? Ich bin ja auch halb Brasilianerin. Was? Wusstest du das nicht? Das ist doch Blödsinn. Marianne, ich sag dir das. Ich kann dir meinen Ausweis zeigen. Ich bin halb Brasilianerin. Wieso das denn? Meine Mutter, die hatte mal einen Mann. Ja. So, von dem Mann, der Schwager, der hatte mal eine Tante. Aus Brasilien? Nee, aus Liechtenstein. So, und die Tante, die hat aber mal so ein Jahr gelebt in Brasilien. Ach. Das merkt man mir doch aber auch an. Was? Na, das brasilianische Temperament. Ich weiß nicht, Auch wenn sie da auf NDR1 in Radio Samba de Janeiro spielen. Ja. Ja, mach ich direkt. Von der Lautstärke mach ich mal direkt auf die 5. Auf 5. Und 5 ist das Lauteste. Weil dich das an deine Heimat erinnert. Und dann kann ich ja auch nicht stillstehen. Dann ist so, da will mein brasilianisches Blut und Temperament, da kann ich nicht. Da muss ich immer sofort gleich mich bewegen, so. Vielleicht kannst du mir bei dem schönen Wetter ja mal so ein paar brasilianische Tanz Schritte bei. Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Pommes. Kann ich nicht. Wieso? Krieg Bluthochdruck von. Jo, dann gute Besserung. Dir auch. Mutter. Mutter.